Ja, das klingt tatsächlich so ein bisschen nach der alten Geschichte, die Einschläge kommen näher. Aber wir können darüber reden, ob wir uns Sorgen machen müssen mit Professor Hendrik Streeck vom Institut für Virologie, ist er der Leiter an der Uniklinik Bonn. Man hält schon ein bisschen die Luft an, wenn man hört, 54 Millionen Menschen sind in dieser Sperrzone, 18 Städte in China komplett abgeriegelt. Ist es so, dass wir Angst haben müssen, dass das in der Dimension zu uns schwappt? Also man muss das erstmal, glaube ich, sachlich betrachten und sehen, worum es sich dabei handelt. Wir sehen sehr viel von Twitter, wir sehen sehr viel in den Medien. Man sieht die Menschen in den gelben Anzügen rumlaufen und das verbreitet natürlich Angst. Mhm. Wir kennen diese Familie der Viren, Coronaviren, schon sehr, sehr lange. Es gibt ja nicht nur ein Virus jetzt, was aufgetaucht ist, sondern ganz viele Viren, die auch Coronavirus heißen. Nichts, was den Virologen in Unruhe bringt. Ich habe gerade gesagt, womöglich war ich auch schon mal infiziert, Sie auch. Das ist denkbar, ja? Ganz genau. Also wenn jetzt eine Person, schauen Sie mal, wenn bei uns eine Person jetzt reinkommt mit einem Schnupfen, Husten, Atemwegsinfekte und dem geht es nicht so gut, dann testen wir bei uns in der Virologie ein ganzes Panel an verschiedenen Viren durch. Mhm. Und vier davon sind typischerweise Coronaviren. Und häufig, also wir haben bisher dieses Jahr schon 606 Coronavirus-Infektionen getestet, aber das ist jetzt nicht der aus China. Aber wir haben sehr viel Erfahrung mit solchen. Das Problem ist, den aus China kennen Sie noch nicht. Sie wissen noch nicht genau, wie der aussieht? Ganz genau. Also und was er macht? Wir kennen die genetische Struktur davon, aber wir kennen ihn eben nicht ganz genau. Könnte aber sein, dass der nicht viel aggressiver ist als manch anderer, der einen grippalen Infekt verursacht. Und das zeigen ja jetzt auch so ein bisschen die Fälle aus Bayern, nicht? Alle vier haben eigentlich eine Erkältung, einen grippalen Infekt gehabt. Aber denen ging es eigentlich gar nicht so schlecht. Aber es gibt doch Tote, sagen jetzt zu Hause ganz viele. Warum gibt es Tote? Genau, aber Tote gibt es ja auch bei einer normalen Grippe. Also oder normalen Grippe in Anführungsstrichen. Weil Grippe ist eigentlich genauso gefährlich, wenn nicht sogar noch gefährlicher. Und, wir können das ja mal zahlenmäßig in Relation bringen. Also wir haben momentan etwas über 130 Todesfälle in China. Bei einigen tausend Infektionen zählt man, glaube ich, momentan. Genau. Vergleichsgröße Grippewelle, wie sieht das da aus? Ja, also diese große Grippewelle von 2018, da hatten wir rund 43 Millionen Infizierte weltweit und 1 Million Tote weltweit. Das ist der gleiche Prozentsatz ungefähr von 2%, den wir da sehen. Ich kann mich an keine annähernd so große Panik erinnern in der Grippesaison. Nein, leider nicht, aber darum sollte man sehr viel mehr Aufklärung zur Grippe machen, als jetzt über das Coronavirus zu berichten. Es ist auch eine besondere Zielgruppe, die sich Gedanken machen muss, also die bei einer Infektion stärker gefährdet ist. Das stimmt. Also es sind vor allem natürlich ältere Menschen und Menschen, die vielleicht an einer Immunschwäche leiden, die, wenn sie dann so eine zusätzliche Belastung kriegen, also eine zusätzliche Lungenentzündung, dann das Immunsystem damit nicht mehr so gut klarkommt. Und das sehen wir auch aus China, weil das mehr oder weniger das Durchschnittsalter da über 70 liegt. Und das sind dann schon ältere Menschen, die dann auch daran verstorben sind. In China reagiert man natürlich jetzt auch deswegen so heftig, weil die eine Geschichte haben. Das SARS-Virus, an das sich manche noch erinnern, 2002, 2003, glaube ich, war auch ein Coronavirus, also auch aus der Familie, relativ aggressiv. Jetzt wissen wir seit gestern, dass in Australien Wissenschaftlern gelungen ist, diesen neuen Coronavirus im Labor nachzuzüchten. Was bedeutet denn das für einen Virologe, wie Sie einer sind? Also das ist natürlich schon schön, dass das so schnell passieren konnte. Weil man, um irgendwelche Mittel zu finden, um Impfstoffe zu finden, um auch schnellere Tests zu entwickeln, brauchen wir erstmal den Erreger in purer Form, um zu testen zu können, wirkt jetzt das neue Verfahren, wirkt jetzt der neue Impfstoff oder können wir das im Tiermodell vielleicht sogar nachbauen? Also ich nehme mal für den Moment mit, die ganz große Beunruhigung, geschweige denn die Panik, ist gar nicht angebracht möglicherweise. Trotzdem muss man das ernst nehmen, vor allem wenn man Kontakt vielleicht zu China hat, auch zur betroffenen Region. Professor Streeck ist heute Abend auch bei uns. Herzlich willkommen. Wir haben uns ja vor 4 Wochen schon mal hier gesehen. Da war die Lage noch eine andere. Da waren wir recht entspannt. Ich muss sagen, heute fühlt sich das für mich als Laien anders, beunruhigender an. Für Sie als Profi auch? Nein, für mich fühlt sich eigentlich das nicht anders an. Wir hatten auch vor ein paar Wochen darüber geredet, dass es wahrscheinlich nach Deutschland kommen wird, mhm, dass es jetzt so schnell gekommen ist und dass wir gleichzeitig mehrere Fälle haben. Das ist natürlich eine besondere Situation, aber ansonsten hat sich meine Einschätzung dabei nicht geändert. Im Film war gerade von 7 neuen Erkrankungsfällen die Rede. Jetzt aktuell am Abend sind es dann sogar schon 8. Wenn ich dann aber höre, im Kreis Heinsberg, der unter anderem betroffen ist, da bleiben die Schulen und Kitas bis zum Wochenende geschlossen. Da behält sich die Bahn vor, vielleicht auch den Nahverkehr einzustellen. Das klingt schon besonders. Bringt das denn was eigentlich?
Eigentlich nicht. Jetzt, wenn man sich einfach nur mal die Fakten anschaut und sich das Virus erstmal anschaut. Wir wissen, dass 80%, also die größte Mehrheit, wirklich eine milde Symptomatik hat. Also ein bisschen Husten, mal eine heiße Stirn. Genau, Fieber, ein paar Tage Unwohlsein. Die werden nicht zum Arzt gehen und die werden auch nicht erkannt werden, dass sie eine Coronavirus-Infektion haben. Mhm. Wenn das in den letzten Tagen passiert ist, werden wir auch in anderen Städten Infektionen haben. Wir werden jetzt nur die Personen wirklich identifizieren können, die wirklich eine schwerere Symptomatik haben. Und ich würde auch dafür plädieren, dass wir unsere Ressourcen darauf verwenden, dass wir uns um diese Personen, denen es wirklich schlecht geht, dass wir uns auf die konzentrieren und dass sie auch die beste Versorgung kriegen. Wir konzentrieren uns heute Abend auch mal auf die Fragen unserer Zuschauer. Da fragt Melanie B. zum Beispiel, wie unterscheidet man, ob man nur eine Erkältung oder das Virus hat? Letztendlich ist die Unterscheidung zwischen einer Grippeinfektion, also der echten Grippe, und einer Coronavirus-Infektion sehr hart zu treffen. Und das kann man nur diagnostisch machen. Mhm. Wenn man sich schlecht fühlt, wirklich eine schwere Symptomatik hat, dann sollte man seinen Hausarzt anrufen und erstmal mit dem besprechen, wie das weitere Vorgehen ist. Ein normaler Schnupfen, eine normale Erkältung spricht jetzt erstmal nicht für eine Coronavirus-Infektion und man würde da auch keine Diagnostik machen. Wenn Diagnostik gemacht wird, Sie haben, glaube ich, so ein Röhrchen dabei, ja, ne, dann kriegt man den klassischen Rachenabstrich, ne? Genau, das ist ein ganz normaler Rachenabstrich. Bis der Würgereiz kommt, wird dann einmal abgestrichen und dann geht das zu uns ins Labor und wir würden dann da nach der RNA, also nach genetischem Material vom Virus suchen. Tim K. fragt, was sind die Erstsymptome bei einer Ansteckung und wie lange ist die Inkubationszeit? Ja, wie eben schon gesagt, die Erstsymptome können wirklich von einem kratzigen Hals bis ein bisschen erhöhter Temperatur, Abgeschlagenheit, Fieber sein. Also so ein typischer grippaler Infekt, der uns jetzt allen in dieser Jahreszeit irgendwie Probleme macht, bis hin zu schweren Atemwegserkrankungen, die auch lebensbedrohlich sein können. Und je nach Schwerelage sollte man dann entweder den Hausarzt aufsuchen oder aber ins Krankenhaus, ins Klinikum gehen. Inkubationszeit mehr oder weniger 2 Wochen? Ja, die Inkubationszeit ist so angenommen zwischen 7 und 14 Tage, aber es gibt Berichte von Inkubationszeiten bis zu 26 Tage. Nicole P. möchte wissen, wenn man Krankheitssymptome hat, macht es Sinn, zu Hause zu bleiben, anstatt in Krankenhäusern und Arztpraxen zu laufen und es zu verteilen? Das ist ja eine clevere Frage. Also erstmal zu Hause die Dinge telefonisch regeln? Also das Wichtige ist erstmal, dass man, wenn man glaubt, man hat eine Infektion, da muss ja auch ein bisschen ein Kontakt vielleicht zu einem Risikogebiet gewesen sein oder einem Infizierten, dann sollte man erstmal seinen Hausarzt anrufen und mit dem das weitere Prozedere besprechen. Vielleicht wird er einen Abstrich machen und das mit einem Überweisungsschein zu einem diagnostischen Zentrum schicken. Jedes virologische Institut kann das mittlerweile. Oder aber, wenn es einem wirklich sehr schlecht geht, würde man mit dem Hausarzt besprechen, dass man dann doch in die Notaufnahme geht. Und da schadet es auch nicht, vorher entweder am Pförtner zu sagen, man hat da einen Verdacht auf Grippe oder Coronavirus. Oder aber man ruft vorher auch an. Nächste Frage lautet, ist es wahrscheinlich, dass in Deutschland ganze Orte bzw. Städte abgeriegelt werden, so wie man das in China ganz früh gemacht hat? Nein, das glaube ich nicht und das lese ich auch in den, zwischen den Zeilen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, sondern dass hier jetzt eine neue Strategie gefahren wird, dass man nicht mehr versucht, wirklich zu isolieren. Wir wissen, wir kriegen eine Epidemie, wir werden auch weltweit eine Pandemie haben. Eine Pandemie ist nichts Schlimmes. Wir haben jedes Jahr eine Grippepandemie. Wir werden es jetzt eher so behandeln wie die Grippe, wie jedes Jahr, dass wir die schweren Fälle behandeln und diagnostizieren. Die leichten Fälle werden wahrscheinlich an uns vorbeigehen und wir werden es gar nicht mitkriegen. Hier wäre noch eine Frage gewesen, wieso bekommt man keine Masken, keine Atemschutzmasken? Aber das Problem haben Sie in der Klinik auch. Die sind einfach ausverkauft, ja, also alle gebunkert. Wir haben ein großes Lager, wir haben Atemschutzmasken. Das Problem ist wirklich, dass die weggekauft werden. Die werden in China produziert. China benutzt sie derzeit selber. Das Schlimmste, was derzeit passieren kann, dass alle großen Firmen, alle Menschen, die Atemschutzmasken aufkaufen, die eigentlich wichtig sind für normale Operationen. Und am Ende können die kleinen Krankenhäuser, die vielleicht nicht so ein großes Lager haben wie wir, dann nicht mehr eine normale Blinddarmoperation durchführen. Das Tückische ist, Professor Streeck, das Virus ist sehr früh schon ansteckend, auch dann, wenn ich noch gar nichts spüre, also wenn noch kein Kratzen im Hals da ist, oder? Das heißt, das kann man ja gar nicht in den Griff kriegen, diesen Zeitraum. Ganz genau. Also wir sehen vor allem, dass im Rachen und gerade im Rachen wir eine unheimlich hohe Virusvermehrung in den ersten Tagen haben. Und da reicht so ein
Tröpfchen wirklich, um den anderen Menschen damit zu infizieren und dass es dann ja, durchs Einatmen hinten in den Rachen vom anderen kommt. Wenn das Virus so früh ansteckend ist und wenn es Menschen wie Herrn Schlereth gibt, die komplett ohne Beschwerden und ohne Symptome durch so eine Infektion gehen, was heißt denn das für die aktuelle Verbreitung und für die Dunkelziffer? Ja, da stechen Sie ja ins Mark gerade des Problems, was wir hier haben, also weltweit mit dem Virus. Ist ein Virus, was sehr schwer einzudämmen ist. Und man muss wirklich über drastische Methoden wie diese Quarantäne nachdenken, um das einzudämmen. Ist es wahrscheinlich, dass wir sehr viele Menschen haben, die rumlaufen, die infiziert sind, die aber keine Symptome haben. Und ich rechne auch damit, dass wir sehr viel mehr in den nächsten Tagen und Wochen diagnostiziert haben werden. Und auch ganz offensichtlich ist das eine Situation, die man gar nicht kontrollieren, in den Griff kriegen kann. Was das bedeutet, können wir vielleicht gleich noch besprechen. Ja, Sie haben jetzt auch gestern in Heinsberg Infizierte kennengelernt. Hat das Ihr Bild von diesem Coronavirus noch mal verändert, Professor Strick? Ja, ich habe ja über Nacht quasi mit die meisten Corona-Patienten dann in Deutschland mitsehen können und habe da das Spektrum gesehen, was die Erkrankung eigentlich machen kann. Die schweren Krankenhausfälle habe ich natürlich nicht gesehen, aber von ganz leichten, also überhaupt keine Symptomatiken, wie wir eben gehört haben, bis wirklich sehr schwere Lungenentzündungen. Ja. Sodass ich da auch ein bisschen drüber nachgedacht habe, also auf der Rückfahrt, was das Virus eigentlich jetzt für uns bedeutet. Und dass diese Gratwanderung wirklich auf der einen Seite, man muss sich nicht Sorgen machen, aber auf der anderen Seite müssen wir da schon unser Auge drauf haben. Problematisch wird es, wenn die Verbreitung so groß ist, dass das Gesundheitssystem dem nicht mehr gewachsen ist. Ne? Dass wir nicht mehr genug Quarantäneplätze, nicht mehr genug Klinikbetten haben. Ganz genau. Und das ist eben etwas, was wir unbedingt eben versuchen müssen zu verzögern. Dass die Infektionen nicht alle gleichzeitig auftreten, sondern wenn sie auftreten, dass sie dann nacheinander auftreten und auch nicht zusammen eben mit der Grippewelle. Das sind mögliche Fragen, die wir heute Abend noch klären können. Wie kann ich selber dazu beitragen, dass die Infektionswelle verlangsamt wird, dass die Neuinfektionen verzögert werden? Ihre Fragen können Sie stellen an Professor Strick. Professor Strick ist immer noch bei uns, Leiter der Virologie an der Uniklinik Bonn. Er ist einer derer, die in diesen Tagen über Arbeitsmangel nicht klagen können, weil es wirklich im Zuge der neuen Corona-Epidemie wahnsinnig viel zu erforschen, zu beantworten, aufzuklären gibt. Sie waren gestern in Heinsberg, das Epizentrum der aktuellen Infektionen in Deutschland, um selber ja, im Grunde Erkenntnisse auch zu gewinnen über das Virus, ne? Wie es funktioniert, wie es sich verbreitet. Mit was für Erkenntnissen rechnen Sie da nach Ihren Untersuchungen? Ja, ganz genau. Also wir sind da hingefahren und haben natürlich die Patienten erstmal interviewt, um zu verstehen, wie vielleicht die Infektionsketten, die Symptome sind. Wir wissen ja viel aus China, aber nicht so sehr irgendwie, wie das sich in Deutschland die Epidemie verbreitet. Wir haben aber auch die Hygiene in Bonn hat Luftproben genommen, hat Abstriche genommen. Wir haben die Katzen an den Stäben lecken lassen. Wir haben Blutproben genommen, wir haben Abstriche vom Rachen und der Nase genommen. Wo ist das Virus, war für uns die Frage. Ich habe in der Auseinandersetzung mit dem Thema gelernt, das Coronavirus ist ein sogenanntes behülltes Virus. Und wenn ich es richtig verstehe, ist das eigentlich fast sogar eine gute Nachricht für uns alle. Ne? Weil momentan ja alle in Panik sind. Ich könnte schon am Haltegriff in der U-Bahn, an der Türklinke oder an der Rolltreppe mich infizieren. Aber das ist gar nicht so leicht. Ne? Ja, das ist richtig toll, dass wir jetzt anfangen, so in die Tiefen der Virologie einzusteigen. Ja, aber ist ja wichtig, um der Panik genau. Mal ein paar Erkenntnisse ja. entgegenzubringen. Genau, wir haben behüllte und nicht behüllte Viren. Und man muss sich das so vorstellen, dass behüllte Viren eigentlich so eine Fettschicht ausnahmen. Also es ist so eine Lipidmembran, eine Fettschicht. Und dass dadurch sind die aber auch zerbrechlicher. Wenn man sich vorstellt, wenn man zum Beispiel Spüli auf eine Pfanne gibt und mit ein bisschen Wasser, dann geht das ganze Fett auseinander. Und genau das passiert. Deswegen ist Seife so ein Gift eigentlich für diese Viren. Und sie trocknen auch schnell aus auf Oberflächen. Also wir müssen gar nicht so viel Panik vor den Oberflächen haben, dafür umso mehr vor Tröpfchen und Husten und dergleichen. Wir wollten Zuschauerfragen beantworten. Und da sind auch einige gekommen. Zum Beispiel schreibt auf Facebook Susanne S. Welchen Sinn macht eigentlich Quarantäne? Ja, die Frage ist eher, was wir erreichen wollen. Natürlich, wenn wir jeden Menschen einzeln in Quarantäne stecken, werden wir keine weitere Verbreitung haben. Aber was wollen wir denn jetzt erreichen, dass wir so ein bisschen
Quarantäne machen und einzelne Gruppen wirklich auch erstmal 2 Wochen zu Hause lassen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir die Epidemie auseinanderzerren, dass wir nicht langsam, genau, dass wir nicht alle Menschen gleichzeitig infiziert haben, dass wir das auch trennen von der Grippewelle, die gerade noch da ist, und vielleicht auch ein bisschen Zeit kaufen können über den Sommer. Denn im Sommer wird das Thema erstmal wahrscheinlich schwächer werden, vielleicht verschwinden, aber im nächsten Herbst wird die nächste Welle anrollen. Thomas Z. schreibt, wie schützt sich der Professor eigentlich im Arbeitsalltag? Und auch im eigenen Interesse wüsste ich das ganz gerne, denn Sie waren gestern mit wahnsinnig vielen Infizierten zusammen. Ja, das hat man ja eben auf dem Bild gesehen. Also das Wichtigste ist der Atemschutz. Wir wissen, das ist ein Virus, was vom Rachen zum Rachen springt. Ich habe aber während des Alltags im Moment nur den Atemschutz an, wenn ich auch wirklich infizierte Menschen treffe. Ansonsten laufe ich ganz normal durch das Institut und muss mich nicht besonders schützen. Es ist nur wichtig, dass wenn man mit Leuten redet, die infiziert sind, dann habe ich einen Atemschutz an oder der Patient selber hat seinen Atemschutz an. Das heißt, dass die Menschen alle überall gerade Mundschutz bunkern, ist ziemlicher Quatsch, weil im normalen Alltag braucht man den gar nicht. Nee, ganz genau. Und es ist eher sogar gefährlich für unsere Gesellschaft, wenn die Kliniken einfach keine Mundschütze mehr bekommen können, weil die alle weggekauft wurden, ist das natürlich schwierig für die anderen Operationen, die durchgeführt werden. Deswegen gibt es auch einen Exportstopp inzwischen sogar, dass die Mundschütze nicht mehr exportiert werden sollen. Sollten Sie noch Vorräte haben, bringen Sie es Ihrem Hausarzt oder der örtlichen Klinik. Die können weitaus mehr damit anfangen. Simone C. schreibt auf Facebook, das ist doch von Tieren gekommen, oder? Heißt das, Tiere können sich auch damit anstecken? Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, Sie haben auch Katzenabstriche genommen, um das rauszukriegen. Also es ist in der Tat von Tieren gekommen und die Fledermaus trägt sehr viele Viren in sich. Nur ist es, dann hat es eben ein Schuppentier wahrscheinlich infiziert. Das ist der derzeitige Wissensstand. Aber man muss dann überlegen, was da eigentlich passiert ist. Das ist ja dann nicht einfach von einem Schuppentier auf Menschen gekommen, sondern es hat irgendwie eine Mutation stattgefunden. Und zurück wird das und zurück gehen. Passiert das eben auch nicht so einfach, dass es dann auf eine Katze gehen kann. Und was wir jetzt sehen bei den Katzen oder bei den Hunden ist, dass es da vielleicht lebt und sich ein bisschen vermehrt, aber dass es sich die Katze oder den Hund oder das Schwein jetzt nicht infiziert. So viele Fragen sind hier noch, aber ich bin der guten oder je nachdem der schlechten Hoffnung, dass wir uns hier auch noch mal wiedersehen werden in den kommenden Wochen. Würde mich jedenfalls freuen, wenn Sie uns weiterhin mit Ihrem Fachwissen zur Verfügung stehen. Wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit in den kommenden Wochen und uns allen die Gelassenheit, die wir uns, glaube ich, leisten dürfen, je mehr wir über das Virus erfahren. Vielen Dank, Professor Henrik Schreck, fürs Hiersein. Die Erkenntnisse über Covid-19, die wachsen eben auch in der Beobachtung. Darüber werden wir gleich reden. Ich möchte erst mal Hallo sagen an Professor Henrik Schreck, dem Chef-Virologen von der Uniklinik in Bonn, der hier in den vergangenen Wochen fast schon zum Inventar gehört bei uns in der Sendung. Schön, dass Sie wieder da sind. Und von der Uniklinik in Essen ist der ärztliche Direktor bei uns, Professor Jochen Werner, mit dem ich gerne reden würde über das, was wir da erlebt haben. Es war im Film eben noch von einer Corona-Infizierten die Rede, die Sie betreut haben in der Zeit des Drehs. Kurz darauf ist die Dame verstorben, als die erste Corona-Tote in die deutsche Statistik eingegangen. Das ist keine Schlagzeile wahrscheinlich, die man sich als Klinikchef nun unbedingt herbeisehnt. Sehen Sie es als medizinische Niederlage auch? Naja, es ist ja so, jeder Mensch, der im Krankenhaus stirbt, ganz gleich in welchem Alter, ist natürlich immer ein ganz trauriges Ereignis und nimmt auch jeden mit. Und deswegen war auch das so in diesem Fall bei dieser Patientin. Aber sie gibt natürlich das wieder, was wir jetzt mehr und mehr auch erleben werden, schon in anderen Ländern erlebt haben. Das heißt, ältere Patienten ganz besonders gefährdet. Sie war 89 Jahre. Die beiden anderen bisher in Deutschland Verstorbenen 73 und 78 Jahre. Und das zeigt ja, wie sehr wir uns gerade um diese Altersgruppe künftig kümmern müssen. Werden wir heute im Verlauf der Sendung auch darüber reden, wie da jeder dabei mithelfen kann. Heißt das, Herr Streeck, Alter allein ist schon ein Risikofaktor? Oder anders gefragt, wie ist es mit dem sportlichen, durchtrainierten 75-Jährigen? Muss der sich genauso Gedanken machen oder kommen andere Risikofaktoren neben dem Alter noch hinzu? Ja, wir haben ja viel darüber geredet, dass es eigentlich ein Infekt ist, ein grippaler Infekt, wo sich der Normalbürger nicht groß drum sorgen muss.
Aber da ist genau das Problem. Der Normalbürger hat eben keine Sorgen dabei. Und hier muss jetzt die Solidaritätsgemeinschaft greifen. Und man muss sich Gedanken darüber machen, wie schütze ich meine Eltern, wie schütze ich meine Großeltern, wie schütze ich die erkrankte Freundin, die vielleicht eine Krebserkrankung hat. Und dass eine Pandemie zu beenden und solche Menschen zu schützen, fängt natürlich immer erstmal bei einem selber an. Mhm. Und es fängt dabei an, dass man eben seine Hände richtig wäscht, dass man eine Husten-Nies-Etikette hat und dann eben jetzt solche Groß-Events eben absagt oder nicht dran teilnimmt. Wenn wir darüber reden, also nicht immer nur im eigenen Interesse, sondern vor allem auch um die besonders Bedrohten, die besonders Gefährdeten zu schützen in der Gesellschaft. Wir können uns mal vielleicht an der Stelle Kurven angucken über die Fallzahlen, die diese Bedrohung für alle im Grunde auch so deutlich machen. Denn es gibt da Statistiken und ganz eindrucksvolle Kurven aus den verschiedenen Ländern. Da sehen wir zum Beispiel die Fallzahlen, also die bestätigten Fälle in Südkorea. Da sieht man, was exponentielles Wachstum bedeutet. Also die Kurve geht erst langsam, steigt dann sehr steil an. Italien hat noch einen steileren, massiveren Anstieg erlebt. Das hier ist die Kurve von Deutschland. Da sieht man, ist noch nicht ganz ausgemacht, ob die Dynamik auch so geht. Frankreich ähnlich. Das könnte sich auch noch steil entwickeln, ne? Wenn wir nicht aufpassen. Und wenn sich die Kurve steil entwickelt, ist es warum dramatisch, Herr Strich? Ja. Und das ist genau das Problem. Wir haben gute Krankenhäuser, die wirklich, wie man gesehen hat in dem Beitrag, exzellent auf sowas vorbereitet sind. Aber Stationen und solche Betten gibt es natürlich sehr wenige. Mhm. Und darum müssen wir versuchen, eine zeitliche Verzögerung in diese Epidemie reinzubringen, dass wir immer zu jedem Zeitpunkt die richtigen Ressourcen haben, dass wir uns um unsere Großeltern und unsere Eltern gut kümmern können. Wir zeigen das mal in der Kurve, wie so eine exponentielle, steile Kurve aussehen würde, wenn wir es nicht schaffen, die zu bremsen. Also dann würde die sehr schnell hochschnellen, die Zahl der Infizierten. Und wir haben hier die Kapazitätsgrenze von bestehenden Intensivbetten und Krankenhausbetten mal eingezeichnet. Und jetzt zeigen Sie mal, worum es geht. Und da muss man eben erreichen, dass sich diese Kurve nach unten gedrückt wird, dass sie immer unterhalb der Kapazitätsgrenze bleibt, dass wir immer genug Betten, immer genug Ressourcen haben und auch, ich glaube, auch genug Energie haben, dass wir uns um diese Menschen kümmern können, die schwer an Covid-19 erkranken. Herr Professor Werner, als Klinikchef frage ich Sie mal, das ist ja Hoffnung und Wunschdenken, dass die Kurve so flach verläuft. Wie gut sind wir auf den anderen Fall vorbereitet in den deutschen Krankenhäusern? Also ich glaube, zuerst mal müssen wir feststellen, dass das deutsche Gesundheitssystem ein gutes Gesundheitssystem ist. Und das muss man ja auch im internationalen Vergleich sehen. Und ich denke, dass man, wenn alles mal vorbei und überstanden ist, auch Ergebnisse hinsichtlich Überlebensraten etc. schon daran festmachen wird. Der nächste Punkt ist Universitätsmedizin. Ich bin froh, dass wir das heute hier ansprechen können, weil der Universitätsmedizin gerade auch im Gebiet der Forschung eine ganz zentrale Rolle jetzt zukommt, weil es gerade geschieht. Und jetzt müssen wir alles an Informationen auch auf diese Weise eben gewinnen. Dann der Hinweis, in Deutschland gibt es weltweit gesehen am meisten Intensivbetten. Wir haben 28.000 Intensivbetten, das ist gemessen auf die Bevölkerung recht viel. Aber genau. 80% sind immer ungefähr belegt. Das heißt, viel Luft nach oben ist da für eine sprunghafte Pandemieentwicklung ist gar nicht da. Ne? Ganz genau. Deswegen diese Idee, man baut einfach Intensivbetten auf, die ist vielleicht etwas kurz gedacht, weil wir uns ja seit vielen Monaten auch um den Pflegenotstand unterhalten und den eben zur Kenntnis genommen haben mit allen möglichen Maßnahmen. Aber wir können auch unsere Intensivbetten, die wir haben, gar nicht immer vor Corona alle betreiben. Und deswegen glaube ich einfach, wir müssen ganz, ganz darauf achten, dass wir zum einen dieses Materialproblem, das wir jetzt hatten und vielleicht noch eine Zeit haben, nicht am Schluss gegen ein Personalproblem austauschen. Weil Sie befürchten, dass auch das Personal an den Krankenbetten krank wird. Das Personal wird krank und wir müssen unsere Strategie ändern. Wir werden nicht Volllast mehr fahren. Wir müssen etwas reduzieren. Elektive Eingriffe. Man wird überlegen müssen, soll die Hüftoperation mit der Endoprothese wirklich jetzt in den nächsten 2 Wochen gemacht werden oder kann sie nicht in einigen Monaten gemacht werden? Aber das heißt auch, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sagen hier auch, Freunde, mehr können wir auch nicht als wir momentan haben. Das lässt sich nicht aufpumpen, nicht hochfahren. Wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass die Bevölkerung insgesamt
die Ansteckung jetzt drosselt und selber aus eigenen Kräften verlangsamt. Genau, das ist der Schlüssel. Also wir müssen ansetzen, was auch Herr Streeck sagte, bevor sie auf die Intensivstation kommen. Und dass wir eben aktiver in die Altenheime, in die Pflegeheime gehen, dass dort hervorragende Schutzmaßnahmen getroffen werden und dass es in der Familie ist. Jeder kann es selbst mitentscheiden, wie eine solche Infektionsgefahr reduziert werden kann. Das Horrorszenario sehen wir in Italien, wo es ganz dramatische Berichte aus Kliniken gibt, wo Ärzte sagen, wir müssen momentan fast wie im Krieg knallhart entscheiden, wessen Leben wir hier noch retten können und wollen und wen wir nach Hause schicken müssen. Droht uns in Deutschland, wenn das schiefläuft mit der Infektionswelle, auch so ein Szenario? Also ich will kein Horrorszenario zeichnen jetzt. Ich will sagen, was wir gemacht haben. Wir haben in Essen insgesamt 16 Krankenhäuser. Wir haben uns zusammengesetzt. Wir werden die positiv Getesteten und die stationär notwendig zu Behandelnden in die Uniklinik nehmen. Und solange das geht, dann gibt es eine Abfolge von anderen Kliniken. Wir werden eigene Patienten vielleicht auch in andere Krankenhäuser verlegen müssen. Es geht jetzt nur miteinander. Also ich glaube, viele Entwicklungen, die sich über die letzten Jahre abgezeichnet haben, die haben jetzt die Möglichkeit, auch wieder korrigiert zu werden. Deswegen spreche ich ja sehr dafür, in dieser Corona-Krise auch eine Chance zu sehen für die Zukunft. Eines bitte ganz kurz zum Schluss, weil ich es so spannend finde. Sie haben uns erzählt, dass Sie in der Beobachtung der Corona-Patienten ein neues Symptom glauben ausgemacht zu haben, an dem man eine Erkrankung erkennen könnte. Welches nämlich? Also als neues Symptom, und wir haben es ja nicht ausgemacht, aber es ist aufgefallen, dass viele Corona-Patienten eben auch Durchfall haben. Und dieses ganze Thema, man kommt eben in ein Krankenhaus, zunächst mit Durchfall und keiner denkt dran, weil man ja fixiert ist auf, da sind Symptome im Bereich der Atemwege. Das ist dann noch viel mehr in den Fokus zu nehmen und dann eben sehr frühzeitig alle notwendigen Schutzmaßnahmen einzuleiten. Also das Personal in der Uniklinik in Essen hat schon erlebt, wie aus einem Behandlungsfall auch ganz schnell der Ernstfall werden kann. Stellvertretend für alle, die momentan wirklich Sonderschichten schieben in den Kliniken, ganz, ganz herzlichen Dank an Ihre Kollegen in Essen und vielen Dank, dass wir bei Ihnen drehen durften in der Klinik. Professor Werner, vielen Dank für den Besuch. Ja, und jeder spürt ja auch gerade, dass sich für uns alle der Alltag verändert, nicht für die Betroffenen allein. Deswegen sollten wir ein paar Sachen noch klären, Professor Streeck. Wir haben jetzt heute Abend wieder Geisterspiel in der Bundesliga erlebt. Das Revierderby, BVB, Schalke ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da sagte der Oberbürgermeister von Dortmund, es geht hier wirklich um Leben und Tod für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie würde das der Virologe formulieren? Ja, wie wir das vorhin schon in der Sendung hatten, es geht nicht um die Zuschauer, sondern es geht um die anhängenden Familien. Da macht man sich manchmal auch nicht so ganz klar, wer in seiner Familie vielleicht gefährdet sein kann. Also wirklich die Großmutter, die eigentlich noch sehr quietschfidel ist, aber dann doch so einen Infekt wirklich umhauen kann. Das heißt, Geisterspiele halten Sie für sinnvoll? Veranstaltungsabsagen, Konzertabsagen halten Sie für sinnvoll? Man muss das, glaube ich, individuell sehen. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, die müssen jetzt alle abgesagt werden. Aber wenn hier in dem Kreis, wo wir wirklich sehr viele Infektionen haben, halte ich das wirklich für sinnvoll. Ob jetzt in Brandenburg, Thüringen, die haben kaum Infektionen im Moment. Da glaube ich nicht, dass man da Großveranstaltungen unbedingt absagen muss. Viele sagen auch eine Schule mit 1000 Schülern ist ja im Grunde eine Großveranstaltung, und zwar eine tägliche. Müsste man nicht konsequenterweise jetzt auch große Schulen schließen? Und da, glaube ich, ist wirklich ein Problem, was wir im Moment haben. Wir haben keine einheitliche Vorgehensweise. Wir haben keine Ratschläge oder keine Vorgaben, was jetzt abgesagt werden müsste oder nicht. Und da ist eigentlich die Regierung auch gefragt, dass sie da klarer sagt, dass entweder haben wir bundesweit jetzt Corona-Ferien, wie das einige fordern, oder aber wir schauen uns sehr genau an, in welchen Gebieten es eigentlich Sinn machen würde, Schulschließungen zu haben. Ich bin selber Berufspendler, fahre jede Woche 8-9 Stunden mit dem Zug. Ich habe jetzt auf Autofahren umgestellt. Bin ich panisch oder ist auch das eine gute Maßnahme, wenn man die Wahl hat tatsächlich? Also wir wissen einfach... Seien Sie ehrlich, Sie schütteln ja schon den Kopf. Ist zu panisch? Ich finde es ein bisschen zu panisch. Wir wissen einfach, dass es keine Infektions
Ketten gibt bisher, die durch dieses U-Bahn-Fahren, Bus-Fahren, Bahn-Fahren entstanden sind. Das konnten wir in den vorherigen Wochen sehr gut nachvollziehen, dass wir sagen konnten, okay, der hat den infiziert, der hat den infiziert. Wäre es jetzt so, dass man sich in der Bahnfahrt infizieren würde, dann würden überall Cluster auftreten von Infektionen, die wir nicht gut zusammenhängen können. Und dass das nicht der Fall ist, zeigt eigentlich, dass man ganz beruhigt noch Bahn fahren kann, U-Bahn und Bus. Nehme ich mit in die nächste Woche und entscheide dann weise. Und überhaupt sollte jeder gerade selber auch entscheiden, welcher Menschenansammlung setze ich mich aus. Wie gesagt, nicht nur im eigenen Interesse, sondern im Interesse der Risikogruppen um einen herum. Ja, was ist denn nun gefährlicher und kann man beides vergleichen? Fragen wir mal den Virologen, Professor Henrik Streeck. Sie hören die Frage wahrscheinlich auch oft in diesen Tagen. Ist das nicht im Grunde Grippe in einem anderen Gewand? Kann man beides vergleichen? Eigentlich gar nicht. Man ist wirklich ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Weil auf der einen Seite gibt es sehr viele, die gegen Grippe geimpft sind. Gegen Coronaviren impfen wir nicht. Jedes Jahr die Grippe ist ein neues Virus, ist ein komplett anderes Virus. Und wir haben Verläufe, die sehr mild sind, wie wir das jetzt zum Beispiel sehen. Aber wir haben auch Verläufe, die sehr, sehr schlimm sein können. Das drastischste Beispiel ist da zum Beispiel die spanische Grippe, die ja viele schon gehört haben. Aber da gehen wir ja schon über 100 Jahre zurück. Aber wenn wir mal nur 3 Jahre zurückgehen, 2017, 2018 hatten wir in Deutschland auch 25.000 Grippetote. Ganz genau. Ich kann mich nicht erinnern, dass es eine ähnliche Aufregung gegeben hätte wie jetzt bei Corona. Und es gab weltweit 43 Millionen Infizierte. Also das sind wirklich andere Dimensionen, über die man da redet. Aber warum regt das keinen auf und warum regt das momentan alle auf? Ja, weil man die Grippe eben auch kennt und man kann dagegen schützen. Jetzt ist ja auch ein sehr starker Ruf nach einem Impfstoff für das Coronavirus. Ich frage mich, wie die Impfgegner sich jetzt verhalten, ob sie sich fragen oder sagen, nein, wir wollen auch keinen Coronavirus-Impfstoff haben. Der Ruf nach einem Schutz ist natürlich sehr groß und gegen Grippe haben wir den Schutz, aber er wird sehr wenig angewandt. Mhm. Daher hängt da irgendwie in dem Sinne auch der Vergleich, weil wir zwar auch mit einem Impfstoff natürlich eine Infektion haben können, aber die dann sehr, sehr milde verläuft. Also Sie sagen, der Vergleich ist aus vielerlei Gründen schwierig, aber viele gucken natürlich nach der gefühlten Gefährlichkeit, gucken auf die Sterblichkeitsrate. Da hat die Weltgesundheitsorganisation gesagt, Corona, das neue Coronavirus, hätte eine Sterblichkeit von 3,4%, glaube ich, aller Infizierten. Das wäre dann wirklich so gelesen tödlicher als die Grippe, ne? Ja, so gelesen ist es auch wirklich tödlicher. Aber auch die Statistik hinkt da. Also da kann man auch den Vergleich nicht ziehen. Viele wissen nicht, wie so eine Grippestatistik gezogen wird. Da ist nicht wirklich jeder auf Grippe getestet worden. Und man hat sich geschaut, wie viele sind von den Getesteten gestorben. So würde man das ja eigentlich mathematisch oder statistisch erheben wollen. Sondern es ist eine Hochrechnung, die gemacht wird, ob es in den Wintermonaten oder in der Zeit der Grippewelle, ob es dort mehr Todesfälle gegeben hat. Also es ist eine rein statistische Rechnung. Beim Coronavirus, was zurzeit gemacht wird, da wird wirklich nur geschaut, wer hat sich infiziert und wie viele von den Infizierten sind verstorben. Der richtige Weg, sowas eigentlich, diese Frage zu stellen, wäre, einmal cross-sektional alle zu testen und dann zu schauen, wie viele davon versterben. Weil die ganze Dunkelziffer von den Leuten, wer sich eigentlich infiziert hat, die haben wir im Moment noch nicht. Und Sie gehen davon aus, wenn man die Dunkelziffer mit reinrechnen würde, wäre der Sterblichkeitswert sehr viel geringer? Und das nehme ich auch an. Also in Deutschland haben wir ja jetzt im Moment eine Sterblichkeitsrate von 0,15–0,2%. Das gleicht der saisonalen Grippe in der Sterblichkeitsrate. Wenn wir jetzt nach Iran, China oder vor allem nach Italien schauen, wo wir fast bei 6% schon sind in Italien, da nehme ich an, dass es eine sehr viel größere Dunkelziffer gibt, also viel mehr, die infiziert sind, aber gar nicht wissen, dass sie infiziert sind. Und viele haben uns gebeten, das sollten wir jetzt an der Stelle auch einmal sagen, es gibt auch wahnsinnig viele Geheilte bei der aktuellen Corona-Welle. Viel mehr als Sterbefälle und auch viel mehr als Infizierte aktuell, ne? Ja, ganz genau. Und da hinkt ein bisschen die Statistik hinterher. Und da wird gar nicht so doll drauf geschaut. Also auch in Deutschland gibt es viel mehr Geheilte, als im Moment berichtet wird. Also offiziell sind es ja nur 25. Aber die Zahl ist sehr viel höher an Menschen, die bereits schon geheilt sind. In China sind 60.000 Menschen geheilt vom neuen Coronavirus bei 80.000 Infizierten. Und dieser Blick auf diese Zahlen, das ist
ist eigentlich etwas, was einen Mut machen sollte. Das ist schön zu hören. Nicole Mutschke, Arbeitsrechtlerin, ist auch nach wie vor bei uns. Ich hatte versprochen, dass wir Zuschauerfragen noch gemeinsam beantworten. Gerne. Und da ist einiges gekommen heute im Laufe des Abends. Simon E., und das ist aber eher eine medizinische Frage, möchte wissen, wenn ich als Mensch ohne Vorerkrankungen erkältet bin oder die Grippe habe, wie gefährlich ist Corona dann für mich? Also ich verstehe die Frage so, wenn ich die Grippe schon habe und Corona dazukommt, ne? Ja, also das sieht man eigentlich sehr selten, dass es eine doppelte virale Infektion gibt. Also man muss sich das so vorstellen, dass das Virus kommt rein und die ganzen Zellen gehen erstmal auf Alarm und lassen einfach dann kein anderes Virus richtig mehr Fuß fassen, sodass wenn man ja eine Grippe hat, ist man zumindest erstmal für einen kurzen Moment zwar mit der Grippe gestraft, aber vor Corona geschützt. Ein Homeoffice ist ja als Verkäuferin nicht möglich. Wie können sich die Verkäuferinnen schützen? Die haben ja mitunter nicht mal die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen. Ist eher eine medizinische Frage, ne? Was empfehlen Sie als Virologe? Nee, letztendlich sind es die normalen Vorsichtsmaßnahmen, die man auch treffen sollte. Also Händedesinfektion ist dann natürlich auch bei einer Verkäuferin das A und O. Und wenn man dann einen gewissen Abstand natürlich zum Kunden hält, dann reicht das als Schutz. Es ist nicht so, dass man beim kurzen Durchringen der Produkte beim Abkassieren, dass es da zu einer Übertragung kommt, sondern es ist wirklich der längere, engere Kontakt der mit einem Infizierten, der da gefährlich ist. Viele Leute schützen sich ja mit diesen Mundschützen, wie wir sie vorhin auch bei der Zahnärztin gesehen haben, also diese 1-Euro-Artikel, die man sich hinter die Ohren schnallt. Stimmt das eigentlich, dass die gar nicht mich schützen, sondern nur die anderen vor mir? Ganz genau. Also die sind einfach so kreiert worden für den OP-Saal, dass der Orthopäde oder Chirurg nicht in die offene Wunde seine spuckt und da Bakterien sieht. Also doppeltes Drama. Die Leute haben das alles weggekauft im Glauben, dass sie sich vor einer Ansteckung schützen. Und nicht mal das funktioniert. Großartig. Wie werden die Fahrer der Verkehrsbetriebe, die jeden Tag tausende Menschen transportieren, geschützt, möchte Pani F. wissen. Wissen Sie es? Gibt es da Vorschriften? Ja, Berlin hat wohl jetzt gerade eingeführt, dass sie nur hinten einsteigen können, nicht vorne einsteigen sollen beim Fahrer. Letztendlich ist aber auch das nicht eine Gefahr für den Busfahrer, weil natürlich da auch kein langer, enger Kontakt zu einem potenziell Infizierten stattfindet, auch im Bus nicht. Wenn er natürlich dann vorne sehr gedrängt und steht und sehr dauernd angehustet wird, dann ist das wieder was anderes. Aber da muss man jetzt nicht andere oder besondere Vorkehrungen treffen, die sonst nicht auch getroffen werden.